Hallo Lieben und herzlich Willkommen! Ich bin Babsi von Babsis Bastelwerkstatt und freue mich, dass ihr heute wieder dabei seid. Ich möchte heute euch einen kleinen Tipp sagen, was ihr mit dem Wink of Stella noch so anstellen könnt, wenn der leer ist. Und wie man überhaupt so einen Wink of Stella zusammenbaut. Ist gar nicht schwer, deswegen wird es ein ganz kurzes Video und los geht's! Als erstes bekommt ihr den Wink of Stella so geliefert. Manchmal ist da noch so ein schwarzes Etikett drinnen. Ja, die schaut ein bisschen unterschiedlich aus, aber das macht ja nichts. Eine Anleitung wäre auch dabei für alle, die nochmal nachlesen wollen. Wir brauchen sie jetzt nicht. Der Wink of Stella ist ein Glitzerpinselstift und ich liebe den wirklich total. Ich mag den total gerne, weil der ist einfach unheimlich schön und gerade an Weihnachten, aber auch sonst bei Projekten für Mädchen, für Frauen und für alle, die gern Glitzer mögen, ist der einfach super, weil er zart, schimmrig ist und schön. Okay, los geht's. Ihr habt euren Wink of Stella aus der Packung genommen und jetzt müsst ihr den aufmachen und müsst diese schwarze Kappe hier entfernen. Das heißt, ich drehe mir das oben einmal ab und nehme diesen schwarzen Ring, seht ihr den? Den nehme ich raus. Dann schraube ich mir das Ganze wieder zurück, mache nochmal den Deckel drauf und shake it, baby. Schüttel den erstmal anständig. Ich nehme mir jetzt hier ein Schmierpapier zur Sicherheit und jetzt könnt ihr euch hier, da steht es auch drauf, push, also kann man sich das hier zusammendrücken und dann füllt sich hier vorne die Kammer. So, ich drücke das jetzt zusammen, halte ein bisschen nach unten und ihr seht es schon, hier vorne kommt das Glitzer raus. Bisschen vorsichtig sein, weil, also mir passiert es eigentlich immer, dass es hier vorne rauströpfelt, weil hier ist schon der Glitzer. Hier vorne füllt sich die Kammer und dann könnt ihr euer ganzes Projekt anglitzern. Wenn ihr jetzt auch so wie ich das irgendwo daneben macht, ist es gar nicht schlimm. Ihr könnt euch einfach euer Projekt dann nehmen. Ich nehme jetzt hier mal diese Verpackung und glitzere mir das hier noch ein bisschen an. Und kann hier einfach noch ein bisschen den Glitzer aufsaugen. Und ich glaube, ihr seht das jetzt richtig gut in der Kamera. Es ist wirklich ein total schöner Schimmereffekt. Es wirkt jetzt in der Kamera auch sehr viel, aber es ist eigentlich genau perfekt, weil das schimmert jetzt, muss nur ein bisschen abtrocknen, dann ist es ein bisschen dezenter. Und dann schimmert es so richtig schön über euer ganzes Projekt. Und jetzt, wenn ihr den benutzt, ich drücke ehrlich gesagt da hinten fast nie drauf, also ich streiche das einfach so auf mein Projekt aus und ich finde, da kommt immer genügend raus. Aber man kann natürlich hinten drauf drücken, aber macht es ja nicht über eurem Projekt, weil sonst habt ihr so einen Fleck auf eurem Projekt und es ist schade. Okay, wenn ihr jetzt, also so macht man das Ganze, ist ganz einfach, baut man den zusammen. Und wenn ihr jetzt einen leeren Wink of Stella habt, so wie ich hier, dann schmeißt den auf gar keinen Fall weg. Denn ihr könnt einfach hier hinten einmal aufschrauben, dann diesen Deckel hier rausbauen. Tut euch nicht weh dabei, nehmt euch eine Zange. Ich habe jetzt natürlich keine da, wie unvorbereitet wieder mal. Und dann könnt ihr euch hier hinten dieses schwarze Stöpselchen rausziehen und könnt euch in eure Hülle noch Wasser einfüllen. Wenn ihr es dann wieder verschließt, ich mache das jetzt mal schnell, ich bin gleich wieder da, ich fülle mir da schnell Wasser ein. So, da bin ich wieder. Also ich habe mir jetzt das Innenteil mit Wasser gefüllt. Achtung, macht es euch nicht ganz voll, weil da kommt ja dieser Stab in der Mitte noch rein. Und setze mir jetzt dieses schwarze Deckelchen samt Innenteil wieder richtig rein. Dann schraube ich mir das Ganze zu. Und was ich jetzt habe, ist quasi ein Aquapainter mit Glitzereffekt. Was ihr damit machen könnt, das seht ihr jetzt gleich. Das zeige ich euch noch schnell. Ich nehme jetzt einmal meine Stempelunterlage, ein Schmierpapier drüber. Ich habe mir ein Herz ausgestanzt in Seidenglanz und nehme jetzt eigentlich meine Stays on Tinte. Aber ich habe jetzt das Video nämlich gerade eben schon, oder dieses, das habe ich gerade eben schon versucht. Meine Stays on Tinte hat den Geist aufgegeben. Die ist ziemlich leer und stempelt nicht mehr so schön ab. Deswegen nehme ich jetzt noch die alte Archivtinte, das geht auch, weil damit kann man auch kolorieren, und bestelle mir eine neue Stays-on-Tinte.
Und jetzt stempel ich mir einmal meine Blüten nochmal auf mein Herz. In der Hoffnung, dass es jetzt besser wird. Also ich mache nur meinen Test, weil sonst muss ich das Video nochmal aufnehmen. Ja, das ist auch nicht so perfekt, aber es ist schon viel besser als mit dem anderen. Machen wir das mal. Geht ja eigentlich auch nicht um das schwarze Stempelkissen, sondern um die Blüte hier. Und jetzt schnappe ich mir meinen aufgefüllten Wassertankpinsel und nehme jetzt die Farbe Merlot. Drücke mir das Stempelkissen einmal zusammen, dass ich hier Farbe drin habe. Da ist der Tipp, dass ihr mehr auf den Boden drückt als auf den Deckel bei den neuen Stempelkissen. Und kann mir jetzt hier wie mit den Aquapaintern arbeiten. Das heißt, ich kann mir hier ein bisschen Farbe rauslassen, ein bisschen Wasser rauslassen und habe das gleichzeitig noch gemischt mit Glitzer. Und ich hoffe, ihr seht es gut. Das sieht wirklich wunderschön aus. Wäre natürlich auch perfekt für Aquarellpapier geeignet. Ihr könnt euch jetzt die Farbe natürlich wieder ausstreichen, wie gewohnt, und könnt es mit einer anderen Farbe noch in den Hintergrund zum Beispiel gestalten. Das machen wir jetzt auch gleich mal noch mit Kirschblüte. Hoppala. Jetzt wird auch Farbe rauskommen. Jetzt. Und ich wische mir das Ganze dann noch mit Zewa aus oder mit einem Tempotaschentuch, dass kein Glitzer in mein Stempelkissen kommt. Aber so könnt ihr quasi euren Wink of Stella, wenn er leer ist, als neuen Aquapainter mit Glitzereffekt weiterverwenden. Einmal ausstreichen und fürs nächste Mal ist er bereit. Und jetzt hoffe ich, seht ihr das richtig gut. Wie schön das schimmert. Ist das nicht eine coole Idee? Was ich aus diesem hier mache, das nehme ich euch bestimmt als schöne Karte noch auf. Aber ihr seht, wie ich das Ganze angestellt habe. Das war mein Tipp für heute, was ihr noch machen könnt aus euren Wink of Stella. Beschriftet euch den, dass da jetzt Wasser drin ist. Und ansonsten wünsche ich euch dabei ganz viel Spaß beim Ausprobieren. Und wenn euch das Video gefallen hat, dann könnt ihr mir gerne einen Daumen hoch geben. Und wenn euch meine Videos insgesamt gefallen, könnt ihr gerne meinen Kanal abonnieren. Wenn ihr dabei diese Glocke drückt, werdet ihr immer kostenlos informiert, wenn ich ein neues Video hochlade. Das war es von mir. Ein kurzer Tipp, was ihr noch anstellen könnt mit dem Wink of Stella und wie man den neuen Wink of Stella benutzt. Ich wünsche euch, wie gesagt, viel Spaß beim Nachprobieren und bis zum nächsten Mal. Tschüss!